Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge Let's Play Transport Fever Frankfurt Map. Ja, und wir müssen ja einiges noch korrigieren, und zwar die zwei. Oh, jetzt habe ich ganz vergessen, die Musik anzumachen. So, das ist vielleicht besser. Noch zwei Stationen umbenennen. Ich hatte mich ja schlau gemacht und tatsächlich, Bergesheim nicht, hier ist es. Bonames hieß früher wirklich Bonames. Doch richtig gesehen. Ja, da müssen wir mal die Haltepunkt. Wird natürlich Frankfurt Galluswarte. Frankfurt Bindestrich. Schreiben wir zusammen. Galluswarte. Und Konstablerwache hatten wir auch noch nicht. Frankfurt. Hallo Konstabler. Ah komm, wir machen noch. Ne? Doch. Das war auch so. Konstablerwache. Dann kriegen wir die S-Bahn-Zeichen nicht mehr hin. Dann machen wir das so. Hoppala. Macht das so auch nicht. Dann so halt. Okay. Ja, eine Mitfahrt hat er schon gesehen. Ich kann mal weiterlaufen lassen. Dass sie doch einige Leute gewartet haben, auch mit einem Zug. Ich glaube vor allen Dingen hier war das, ne? In Bad Vilbel oder war es Bad Vilbel Süd? 1 Million gerade gehabt. Dann müsste man ziemlich zügig zusehen. ziemlich zügig zusehen, das ist auch ein Wort. Dass wir da noch einen zweiten Zug draufsetzen auf der Strecke, auf der S6 Strecke, und dann peu à peu immer weiter ausbauen das S-Bahn-Netz. Hier sehen wir jetzt, wird wieder mehr Stahl abgeholt. Waren 7, ja, halb voll. Das heißt, das hat doch schon wieder ein bisschen was gebracht, dass wir jetzt ein paar LKWs neu draufgesetzt haben, beziehungsweise pferdebezogene, wie soll man sagen, Kutschen? Kutschen sind es ja nicht. Was nimmt der denn mit? Der nimmt auch Güter mit, ne? Tatsache, nach Bad Soden, genau, hatten wir ja gesagt, er macht ja dann hier Halt. Güter, mittelmäßig, schlecht, schlecht. Ja, das wird sich dann auch noch einpendeln. Eigentlich auf der Hauptstrecke, ne? Da müssen wir auch eigentlich auf jeden Fall auch was machen. Oh, jetzt haben wir 1,6 Millionen sogar. Das sollte zumindest ausreichen, um schon mal eine neue Lok zu kaufen. Hier ist ja dann die S-Bahn-Strecke und die spätere. Hier warten einfach zu viele Leute. 109. Da wäre viel mehr Potenzial. Hier wäre schon eine Möglichkeit, dann später auch noch eine weitere S-Bahn-Station hinzubauen. Hier waren auch schon vorher, obwohl, na doch, da hinten war noch ein Haus.
Ja, hier. Sehr schön. Dann würde ich mal fast sagen, binden wir das doch mehr an, ne? Dann müsste ich mal gucken, wie hier. Wie hier die Verbindung ist. Nur Straße. Linie 5. Okay, da haben wir einen Rundkurs. Da werden wir den Rund. Ach, ja, falsch. Da werden wir den Rundkurs nicht mehr als Rundkurs fahren. Dann fährt die Linie dahin, dahin. Na? Wieso macht er das denn jetzt nicht? Jetzt hat das. Ach, ich geblinke hier. Dann ist hier Endstation. Dann geht es wieder zurück. Dann fährt er so lang, ja, oder so. Aber ich würde eher sagen, er fährt so automatisch lang. Dann nehmen wir das noch mit auf dem Rückweg. Dann machen wir da eine Haltestelle hin und da eine Haltestelle hin, jeweils hinterm Bahnübergang. Und nur noch ein Haus. Ein Haus hier. Na, gucken wir mal. Aber ein großer. Passt jetzt eigentlich auch nicht so wirklich, ne? Machen wir das so. Und schließen das dann so an. Und dann machen wir mal ein bisschen weiter. Dann machen wir da. In der Hoffnung, dass ich vielleicht. Hoppala, jetzt habe ich hier. Na gut, in der Aufzeichnung wird es nicht angezeigt. Ah, erstmal was trinken. Trockene Luft irgendwie. Keine Ahnung. Genau. Jetzt, ja, jetzt war ich wieder so schlau und habe natürlich das Linienfenster weggemacht. Machen wir das so. Dann können wir auch gleich die Linie 5 umändern in Hochheim Stadtverkehr. Na? Na, jetzt hat das. Stadtverkehr. Hochheim. Jetzt müssen wir gucken. Brunnenstraße, dann Berliner Straße, das bleibt. Dann soll er da hoch, dann dahin, dann da, 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 da und dann da. Und dann wieder zurück. Ja, das war's schon mit der Änderung. Und da setzen wir dann natürlich zwei neue drauf. Jetzt muss ich mal gucken. Waren da jetzt schon Landauer drauf? Nein, waren noch nicht. Haben wir auch noch gar nicht geändert, dass er das in Landauer. Okay. Dann, haben wir dann nur noch ein Fahrzeug dazu erstmal, ne? Stadtverkehr, Stadtverkehr, Hochheim. Okay. Ah. So, jetzt haben wir es. Das schließen wir nochmal. 5-Minuten-Takt. Ja. Müsste eigentlich ein bisschen besser sein, ne? Der Takt. Und hier, das ist die Frage, ist das jetzt noch so ein alter? Genau, ja. Das ist die Frage, wenn wir den verkaufen, dann ist ja schon Monatsende, ob wir dann genug Geld haben, um den dann manuell zu ersetzen. Finanzen, nee, Details müssen wir gucken, ne? Wert, 3% nur noch. Von 645.000 heftig.
kriege ich nur noch 20.000 raus. Also eigentlich Schrottwert, Metallwert, Restwert halt. Eigentlich nur noch gut für die Verschrottung. Wiesbaden wächst auch schön. Mainz, ja, da wird sich dann auch später schon mal was lohnen, was hinzusetzen. Dass da sogar auch ein Passagier wartet, okay. Ich sehe schon, heute wird mehr eine Folge, wo man hier ein bisschen rumguckt. Gucken wir mal. Züge kaufen. Also die Lok kann ich auf jeden Fall schon kaufen. Ja, elektrisch gibt es immer noch nicht. Dampf. Wie hat denn gesagt, die lohnt sich noch nicht. Die lohnt sich eher. Darf ich jetzt nichts Falsches sagen, weil der Wagen auch 80 fahren kann, genau. 900.000, die können wir schon kaufen. Und die Wagen, und die Wagen, und die Wagen. 498, davon können wir auch schon einen Wagen kaufen. Dann lasse ich mal ein bisschen weiterlaufen. Ich denke mal, das wird noch nicht ausgehen. Aber ich will zumindest abwarten, wie viel Geld wir dann von dem Zug kriegen. Und wenn dann alle ausgestiegen sind, dann muss ich hier mal gucken. Dann schicke ich den ins Depot. Und zur Not muss ich wirklich in den sauren Apfel beißen und dann den Einzug nur mit dem einen Waggon wegschicken. Aber ich hoffe mal, dass ich von den Fahrgästen, von den 30 Fahrgästen so viel kriege, dass ich zumindest noch einen weiteren Waggon mir leisten kann. Ein Passagierwaggon. Jetzt gucken wir mal. Gibt's Geld? Genau, 138.000 nur. Warten wir mal, bis alle... Okay, da steigen sogar wieder welche ein. Oder bleiben drin. Wollen wieder zurück oder so. Das ist übel, ne? Das ist echt übel. Das ist die Frage. Sollen wir den jetzt ins Depot schicken? Aber zumindest einen schon mal entsorgt. Entschuldigung. Deswegen versuche ich immer dann nochmal. Deswegen versuche ich immer möglichst die alten Loks so schnell wie möglich zu ersetzen, weil dann kriegt man wenigstens noch von dem Verkauf noch einigermaßen viel. Weil jetzt kriege ich, was früher 600.000 wert war, kriege ich jetzt nur noch 20.000. Bringt mir nichts mehr. Deswegen muss ich den neuen Zug komplett alleine finanzieren fast. Also ich kann nicht den alten Zug in Zahlung geben, sagen wir mal so. War schon richtig, dass man das eigentlich auf 25%, aber ich habe viel zu hastig gebaut und irgendwas in den Einstellungen auch nicht, dass ich nur 10.000 Kredit nehmen kann. 10.000 sage ich schon, Quatsch. 10 Millionen, nicht 10.000. Weil letztes Jahr Gewinn gemacht. Ja, dieses Jahr, weil wir jetzt schon wieder ein neues Fahrzeug, ja. 4 Millionen schon wieder ausgegeben für neue Fahrzeuge. Jetzt laber ich, weil sie wissen immer noch nicht, was wir machen sollen. Da passen 16 rein, ne? Das müssten schon zwei Waggons sein, aber trotzdem. Den schicke ich raus. Lass weiterlaufen. Vielleicht kriegen wir ja noch durch ein
Riesenzufall. Vielleicht doch nochmal irgendwo. Wie viel brauchen wir? 498.000. Jetzt bräuchten wir 410.000. Ah, das ist schon ein Monat rum. Das hat sich schon erledigt. Weil die Betriebskosten sind einfach zu hoch. Können wir gucken. Finanzen. Naja, zwar immer noch Gewinn gemacht, aber. Aber ihr seht auch hier, die Kosten, die steigen irgendwann mal. Und ich weiß auch gar nicht, wie das ist, wenn er hier mal auf 0% ist. Und 3% wert weiß er jetzt, ob der dann irgendwann auch kaputt geht oder so. Dass er dann auf der Strecke irgendwie ganz langsam fährt. So wie bei Cities in Motion zum Beispiel. Oder Cities in Motion 2. Oder ich denke mal, die Kosten, die wären dann irgendwann mal. Oh, das könnte. Boah. Den verkaufen wir jetzt. 487.000. nein. Dich zumachen. 487.000. Da fehlen uns. Boah, 12.000. Daumen drücken. Ob das jetzt passt oder nicht noch. Passt. Oh, guck mal. Jetzt gab es richtig Geld. Genau. Ich glaube aber nicht, dass wir in den letzten, ja, beim 29. und 30., dass wir dann nochmal irgendwie was kriegen. Ich glaube nicht. Nein. Dann ist der Monat auch schon rum. Warten wir doch nochmal ein bisschen, ne? Würde ich sagen. Ein bisschen schneller laufen. Das ist, wenn man genug Geld hätte, dann würde man, könnte man einfach Automatik stellen und dann wird das alles automatisch machen. Aber wir müssen ja, ja hier steht Dollar, siehst du, das wollte ich auch noch. Auch noch mal noch rechtzeitig. Kaufen. So, und den schicken wir jetzt drauf. Da haben wir dann auch schon mal mehr Passagierleistung. Aha, neues Schiff. Klondike. Und ach guck mal, jetzt habe ich hier den Button die ganze Zeit angehabt. Ich gucke mal. Grafik, Steuerung, Audio. Ne, ne, gibt's da nicht. Ich hätte geguckt, ob man auch im Spiel das Dollarzeichen ändern kann. Kann man nur davor machen. Im Hauptmenü. Und ja. Ja, hier ist sowieso geplant. Die Station. Obwohl die Station könnten wir dann nach Wiesbaden. Boah, wie hieß denn? Wie ist die Wiesbaden Süd? Die eine Station? Anders hieß die. Und den Wiesbadener Hauptbahnhof dann hierhin machen. Weil dann haben wir sofort hier die Aushebelung nach Mainz runter. Das müsste dann soweit auch passen. Ich meine, das müsste gehen. Genau, und dann hätten wir hier auch noch mehr Platz, um da einzufädeln zum Hauptbahnhof. Ja, war doch nicht so ganz verkehrt, was ich am Anfang gebaut habe. Das scheint doch gut zu passen. Ja, warten immer noch so viele Leute. Hier die Ringlinie. Da war tatsächlich eine Ringlinie, ne? Bis auf hier die zwei. Dann würde ich sagen, dann werden wir das auch mal ändern. Ja, guck mal, da sind dann auch noch die alten. Dann machen wir da auch mal den Landauer dahin. Aber ich glaube, ab 1900 kann das sein. Dann kommen dann sowieso. Neuere Fahrzeuge. Ja, ich war jetzt gerade überlegen. Dann machen wir die Linien
Terminplanung hier auch wieder ganz, ganz anders. Einmal komplett auf den Kopf gestellt. Dann noch mal ein bisschen schneller laufen lassen. Na, kommt schon. Braucht doch nur ein paar. Genau, ja, Euros, wollte ich jetzt sagen, um Haltestellen zu bauen. Und das reicht schon. Dann fahren wir so rum. Haben wir das. Oh, sehr schön. Direkt an der Haltestelle. Was Neues. Aber auch zwei alte weggegangen. Wie machen wir das? Machen wir so. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir das noch mit. Machen wir das hier hoch. Ich weiß, der Stück. Das Stück macht dann erstmal im Endeffekt Verlust und dann ist da Endstation und dann da wieder zurück. Das passt. Dann haben wir Linie 4. Da können wir die auch sofort umändern in Stadtverkehr Wiesbaden. Stadtverkehr Wiesbaden. Und jetzt muss ich mal gucken. 2, ab 2. Noch da. Mittelweg stimmt dann, Rosenweg, Berlinische Waldstraße stimmt. Und dann aber wieder zurück. Das ist schon doch wieder ein Fehler. Nach dahin soll er auch nochmal nach dahin. Und vor 11 auch nochmal dahin. Genau. So, und jetzt nach 12 nach dahin und dahin. Das passt dann. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt für einen Takt haben. 3-Minuten-Takt. Auch noch relativ gut, glaube ich, ne? Lassen wir auch erstmal so. Okay. Lassen wir weiterlaufen. Ich glaube, da kommt schon wieder der nächste alte, genau. Der nächste alte Zug. Ist die Frage, ob wir das jetzt auch noch mal so hinkriegen. Ach, guck mal, das ist sogar noch neuerer wie die anderen auch. Da haben sogar 403. Okay. 7-Minuten-Takt. Von der Taktung her sollte das eigentlich auch noch passen, aber der wird bestimmt auch nur noch 20, ja, sogar noch weniger. 20.700 war der andere, der ist nur noch 20.000. Betriebskosten, na, eigentlich nur 108.000. Wir haben den jetzt schon so lange, 45 Jahre schon drin und plus 101% müssen wir noch drauf zahlen. Deswegen die 216.000. Dann verkaufe ich das lieber. Oh, jetzt. Oh. Gucken wir mal. Da kriegen wir auch noch ein bisschen. Oh, 162.000. Und bitteschön ins Depot. Haben wir zwar nur ein paar Leute verloren. Und ich hoffe mal, das wäre jetzt optimistisch. Wir müssen auch noch eine neue Lok kaufen. Aber vielleicht habe ich doch Glück. Oh, das wird knapp. Zumindest mit der Lok. Na? Passt doch nicht. Oder? 900, oh, komm schon, 10.000, na, schade, na, jetzt ist immer noch, schade,
Ja, das, was jetzt gerade gekommen ist, hätte ich gerade schon gebrauchen können. Das wird verkauft. Ach, jetzt habe ich es wieder weggemacht. Dampf. So. Da kommt die Mogul. Die können wir schon mal kaufen. Jetzt wird sich sie lohnen. Nochmal. Drei Waggons. Minimum drei Waggons. Am besten wäre natürlich vier. Schneller. Von da auch. Ja, na, können wir jetzt. Das ist unsere Haupteinnahmequelle, die Hauptlinie. Und da müssen wir doch zusehen, dass wir da langsam neues Fahrmaterial draufkriegen. Weil sonst bricht das alles ja nicht zusammen, aber sonst wird es doch kritisch auf Dauer. Na. Ja. Heute nicht so viel Sehenswertes. Ja, tut mir leid, aber bei manchen Folgen, gerade am Anfang, wenn man sich ein bisschen übernommen hat, glaube ich, mit dem Bau, passt das noch? Ja, ich glaube nicht. Na, wieder nicht. Also immer gut zu wissen, dass wir doch immer wieder ins Plus kommen. Dass zumindest die Busse, die Buslinien und LKWs alle erneuert werden, falls nötig. Das muss man ja auch nicht unterschätzen. Und da kommt ein relativ neuer Zug, genau. Mit vier Waggons. Da sollte doch jetzt, da haben wir noch einen und den würde ich sagen, wenn es noch ausgeht, ich da vielleicht gerne drei, ne, drei sowieso, aber wenn es ausgeht noch vier Waggons, aber geht nicht aus, nein, 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 nein. Zug 6, ich denke mal, das wird Oppenheim-Mainz, okay, okay, schon auf der Strecke. Ja, aber jetzt ist erstmal. Na, ah, jetzt macht er da ein paar Busse. Erneuert da. Das geht. Linie zuweisen. Frankfurt-Wiesbaden. Ah, es ist er da. Orion. Ist jetzt da. Okay. Dann dürften wir nur noch. Eine alte Lok haben, genau. Da merkt man sofort, ne? Dass wir hier ausbauen. Na gut, die Züge waren dann ja auch schneller. Ich glaube hier war das gerade auch. Und zumindest wartet da eine Person. Da auch. Sehr schön. Schon mal positiv. Dass die neue Station dann auch schon, beziehungsweise neue Bushaltestellen angenommen werden. Hier können wir auch. Hier haben wir bis jetzt auch nur eine Ringlinie. Aber die wird auch noch sehr gut angenommen. Gucken wir mal. Das sind auch noch die alten. Nein, nein. Dahin. Fahrzeugersatz. Den würden wir dann auch
Den nehmen. Weil da lohnt sich das auf jeden Fall. Und Orion ja ist von dem Simon. Das ist Mod von ihm. Und ich wollte unsere Hauptstrecke noch in Frankfurt nach Bad Homburg. Genau. Fahrzeugersatz. Da machen wir nämlich auch sofort den hin, weil das wird sich auch lohnen. Machen wir das sofort auf 25%. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viele Leute. Kapazität 4. Oh, hoppala. Das sind 6. Oh nein, nein, um Gottes Willen. Ach, war alles zurück hier. Das ist, wenn man denkt, oh, neues. Zwar wohl 35, ne? Deutlich schneller. Aber weniger Leute, ne? Aber die Taktung wird dadurch besser und dann hast du ja noch mehr Leute, die an den Haltestellen warten. Puh. Aber auch mehr Kosten, ne? Na gut. 200, wie viel mehr? Ne, 300. Doch 420, okay. 420 pro Jahr mehr Kosten. Das ist die Frage, ob die, weil ich jetzt schneller fahren, auch mehr einnehmen. Oder ob die Einnahmen gleich bleiben, egal welche Geschwindigkeit ist. Ob das nur nach Passagieranzahl geht. Komm, wir lassen das erstmal so. Weil schon einen Schritt von 20 auf 35 dann. Geschwindigkeit. Ah, wir sehen hier. Frankfurt-Friedberg. Wird hier sehr gut angenommen. Darmstadt Frankfurt-Wiesbaden. Warten auch welche. Ah, hier unten auch. Sehr schön. Entschuldigung. Frankfurt-Friedberg. Aber kaum welche, glaube ich, für die S6, ne? Wollen wir denn? Wo ist der Zug? Ist er schon wieder da oben? Na, das ist einer von der Regionalexpress, deswegen. Da ist er, glaube ich. 0 von 48. Eieiei. Die Leute wollen nur alle von da nach Frankfurt runter. Das ist natürlich. Da warten 8 Leute dann. Okay. Aber dass von hier keiner mitfahren will. Da wird der Takt. Oh. Ich glaube, jetzt wird Zeit, gleich Feierabend zu machen. Dafür ist der Takt zu schlecht. Mhm. Dann würde ich sagen, als nächste Folge liegt dann Ausbau der S6 an. Was heißt Ausbau? Zumindest da noch, auch noch einen Zug draufzusetzen. Und dann noch weiter unsere Hauptstrecke zu erneuern. Haben wir es denn? Ja, einen alten Zug haben wir. Und zwischen Oppenheim und Mainz, da war er jetzt gerade auch am Meckern, dass er doch gerne Züge ersetzen will. Würde auch noch gut Gewinn machen. Das wundert mich. Wir machen mit den zwei Zügen genauso viel Gewinn wie. Obwohl, ja. Das waren ja auch schon schnelle und mehr Waggons, deswegen. Und 30 Minuten Takt jetzt mit einem Zug. Das wird sich nicht ausgehen. 10 Minuten Takt müssen wir da runter. Da müssen wir später sowieso gucken, wie das hier mit dem City-Tunnel dann passt. Ach, guck mal, da ist auch noch einer. Auf Frankfurt-Friedberg.
Der Zug wird dann sowieso nach Hauptbahnhof dann nur noch geleitet. Ja, die Verbindung haben wir ja schon. Ja, es wird. Achso, ich war ja gerade schon am Überlegen. Sind da so viele Häuser weggemacht? Nein, das war früher die Straße. Wenn ich das jetzt gerade so sehe. Pinselstärke hoch. Gleich mal das ein bisschen an hier. Und so. Bisschen besser. Ah, hier unten. Das ist auch schon. Häuser hingesetzt. Auch nicht schlecht. Ja, hier, jetzt nochmal. Ich hoffe ja immer noch, dass wir hier nur Fußwege anschließen können. Also, dass die Straße weg ist. Dass man dann nur Fußweg hat. Sollte es eigentlich auch geben, beziehungsweise sollte machbar sein. Aber dann würden ja trotzdem Häuser entstehen, ne? Ah, da müsste man halt Straßen reinsetzen, wo man, ja, das ist die Frage, wo er erkennt, wo er Häuser setzen kann. Ob das direkt an der, bei dem Straße steht oder ob das direkt im Spiel steht. Achtung, da wo Straße ist, kannst du Häuser bauen. Müssen wir auch gucken. Ah, jetzt schweife ich schon wieder ab. Ja, für nächste Folge müssen wir ja hier noch einen neuen Zug drauf auf der S6, damit wir da auf den 15-Minuten-Takt kommen. Und die Züge auf, ja, zumindest nur noch ein Zug. Erstmal auf der Strecke Frankfurt-Wiesbaden erneuern, hier den ganz alten. Und Oppenheim-Mainz, da müssen wir auch gucken. Aber die Einnahmen sollten jetzt doch ein bisschen besser werden. Dann müsste das nach der Zeit auch automatisch machen. Da zumindest der Stahl Frankfurt Zug auch wieder im Plus ist, weil wir jetzt mehr Holz hinschicken, beziehungsweise Bretter. Okay. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mal wieder typisch chaotisch, Maju. Mehr oder weniger. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet und einen Daumen hoch. Und wird dann sagen, ja, für alle anderen, wird dann sagen, bis dahin und ciao. No. No,